Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video Thema Brandzeichen. Brandzeichen haben bei uns in Deutschland schon eine lange Tradition und dienten früher als eigentlicher Eigentumsnachweis, wie heute die Eigentumsurkunde und den Pferdepass. Damals hatten die Leute ganz eigene Brandzeichen, wie es heute zum Beispiel noch in Spanien verwendet wird, wo es die eigenen Gestützbrände gibt. Mit dem Fortschritt der modernen Zucht kamen die heutigen Rassebrände ins Spiel. Die kennen wir eigentlich in der Regel sehr gut, wie das Hannoveraner Brandzeichen oder das Oldenburger Brandzeichen. Aber es gibt auch ganz spezielle Brandzeichen, die keiner so gut kennt. Ne? Und Ruby hier, der hat so ein spezielles Brandzeichen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ruby ist ein Westfale und tatsächlich ist dies auch ein westfälischer Brand. Nur nicht so, wie man ihn kennt. Und auch ich musste erst einmal nachforschen, warum dies überhaupt so ist. Rubys Mutter ist nur im Vorbuch 2 eingetragen, aufgrund von unvollständigen Papieren. Für Fohlen solcher Mütter gab es damals nur das W. Wäre die Mutter im Vorbuch 1 eingetragen, hätte es immerhin noch die Umrandung gegeben. Der vollständige Brand mit Krone haben damals nur Fohlen von Stuten erhalten, die im Hauptstutbuch eingetragen waren. Diese Regelung wurde ein paar Jahre nach Rubys Geburt im Jahr 1996 aber aufgehoben. Von da an bekamen alle Westfalenpferde das vollständige Brandzeichen, egal in welchem Stutbuch die Mutter eingetragen war. Unser Q gehört übrigens zu der Generation, die schon ein Mikrochip hat und gar kein Brandzeichen mehr. Und ein besonderes Brandzeichen, das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Die Silberdiste von Ora, die veranlasst Mika dazu, zusammen mit ihrem Ostwind auf eine ganz abenteuerliche Reise zu gehen. In Andalusien sucht sie nach den Wurzeln ihres Pferdes. Und ich kann euch sagen, ein ganz großes Abenteuer steht bevor, denn sie muss die Pferdefamilie von Ostwind retten. Ein Film wirklich für Jung und Alt. Ich war super begeistert und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ab heute läuft er in allen Kinos und für euch zeige ich euch jetzt nochmal den Trailer. Halt mein Schöpf Pferd. Die mittleren zwischen den Welten. Wie, wer, was, wo, wie? Davon träume ich. Das ist ein Brandzeichen. Sag dir, wo Ostwind herkommt. Andalusien. Dein Abenteuer wartet. Wohin soll's denn gehen, Chica? Nach Ora. Ora? Das habe ich ja eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Wir warten schon seit einer Woche auf dich. Auf mich? Du bist doch Sonja, oder? Und willst hier mitarbeiten. Genau. Und du bist? Sam. Echt jetzt? Wow. Denkst du auch, was ich denke? Austin, komm. Stell dir seine Familie vor. Spürst du das? Ja. Sonja ist gekommen. Also, die richtige Sonja. Also, ich habe 2 Fragen. Wer ist eigentlich Sonja? Und wer nennt diese Gießkannen-Missgeburt Dusche? Fanny! Hat die Quelle verkauft. Aber Ora ist das Herz. Ohne die Quelle können die Pferde hier nicht leben. Wie konntest du nur? Er hat mir zugesichert, dass alles so bleiben kann. Hast du wirklich gedacht, dass die Pferde bleiben können? Wilde Pferde? Wenn wir das Rennen von Ora wieder veranstalten würden, dann... könnten wir Ora retten. Das Rennen von Ora? Das Pferd, das das Rennen von Ora gewinnt, sei die Seele Andalusiens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, verabschiede mich und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben!